viele Themen. Wollen wir vielleicht erstmal damit anfangen, wie Sie KI in diesem Kontext beschreiben würden oder wo wir da gerade sind und das mal gesamtumfassend dann zurückführt. In einem Satz am besten. Ne? In einem Satz am besten. Das wäre schön, ja. Genau. Lassen Sie mich mal vorne anfangen, weil Professor Walster hat das vorhin, finde ich, sehr, sehr schön gesagt. Wir haben eine Riesenchance. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns auf die Riesenchance tatsächlich konzentrieren und nicht, und auch da unterstütze ich, irgendwelche Sachen, die wir längst verloren haben, nochmal versuchen aufzuwärmen und irgendwelche verlorenen Kämpfe nochmal zu kämpfen. Das ist Quatsch, das ist Zeitverschwendung. Und die Riesenchance ist tatsächlich die Stärke der deutschen Industrie. Und ja, das ist in weiten Teilen natürlich die Produktion. Das ist das klassische Ingenieurstum, die zu stärken. Und das, ja, und Industrie 4.0 ist tatsächlich ein Exportschlager, das wirklich mitzunehmen. Das ist nicht das Einzige, fairerweise, muss man auch sagen, aber es ist natürlich ein großer, großer Teil. Und schauen Sie sich an, wo wir heute stehen. Wir sind im Ingenieursbereich sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben unsere Herausforderungen, wenn Sie im Automobil gerade jetzt in die Zeitungen gucken, da sind natürlich die Zulieferfirmen momentan natürlich massiv unter Druck. Und trotzdem ist da unglaublich viel Know-how und da kann man viel machen. Und Unternehmen wie unseres, wir versuchen tatsächlich solche komplexen Technologien auch immer einfacher zu machen, immer einfacher beherrschbar zu machen, dass man eben nicht Programmierer sein muss, sondern das möglichst mit, ja, normalen Kenntnissen, zum Teil tatsächlich, wenn man sein Smartphone bedienen kann und eine App bedienen kann, dann kann man in Teilen schon eine KI auch heute erstellen. Das wird immer einfacher. Das heißt, das ist unser Job, es einfach zu machen und dann zu schauen, dass es wirklich auch adaptiert wird. Also von daher, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, wir sind grundsätzlich überall super aufgestellt. Das ist sicherlich nicht der Fall. Aber wenn wir uns darauf konzentrieren, wo wir momentan noch eine gute Chance haben, dann ist die Opportunität, die wir wirklich jetzt greifen können, die ist signifikant. Das Fenster, das Zeitfenster, was wir haben, das ist nicht mehr so schrecklich groß, wenn ich ganz ehrlich, also aus meiner Sicht. Das heißt, jeder, der heute sagt, naja, dieses KI, das ist, ja, und es ist ein blöder Begriff und ich bin da auch nicht immer glücklich mit dem Begriff künstliche Intelligenz und er ist auch vollkommen übernutzt mittlerweile. Aber wenn man sich das anguckt und sagt, okay, wir greifen uns jetzt das Thema an, dann ist jetzt die richtige Zeit. Wenn man sagt, man lässt es noch ein bisschen liegen und in 2-3 Jahren kümmern wir uns drum, Professor Walster schüttelt schon den Kopf, dann ist der Zug vermutlich auch noch aus dem Bahnhof raus und dann wird es schwer. Mal aufgegriffen, Professor Walster, von der Lehre, Microsoft, großes Unternehmen. Aber wenn ich tatsächlich wirklich mal in die Praxis reingucke, Stichwort auch KMU, aber auch etwas größere Unternehmen. Ja, wir sind in Deutschland industrielle Vorreiter. Wir haben sogar ziemlich viele Hidden Champions, muss man auch mal sagen. Aber wenn ich mit Unternehmen spreche, und das ist auch Teil meines Berufs, ist es oftmals so, ja, natürlich, KI ist die Zukunft. Augmented Reality, klar, Produktion Virtual Reality. Aber letztendlich sind wir gerade so tief in diesem Digitalisierungssumpf drin, dass wir gar nicht wissen, was eigentlich Digitalisierung ist und wissen gar nicht, wo wir eigentlich anfangen sollen. Das ist eigentlich so eher die Realität, die ich immer oft erlebe. So, dass, das natürlich, Microsoft versucht als Unternehmen, das Ganze leichter zu machen, aber was würden Sie sagen, also wie können wir da angehen? Wie können wir denn die Wirtschaft, den Mittelstand, der Wirtschaftsmotor Deutschland, wie können wir die mehr mitziehen? Wie also kann man da? Ich glaube, am Ende des Tages ist es nicht eine technische Frage. Technik kriegen wir irgendwie gelöst, das ist nicht der Punkt. Es ist vielmehr eine kulturelle Frage, Unternehmenskultur etc. Ich habe das ganz viel in Diskussionen, wenn man dann jemand sagt, naja, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich jetzt 20 junge Leute einstellen? Und die machen das dann alle irgendwie. Wo ich dann immer denke, naja, über was reden wir? Wir reden über eine digitale Transformation, wir reden über andere Geschäftsmodelle, wir reden über eine andere Geschäftsstrategie. Würde ich das 20 jungen Leuten, die ich gerade frisch von der Uni oder sonst wo hole, in die Hand geben und sagen, macht mal? Nein, das ist eine Aufgabe, die natürlich auch Top-Management angeht. Und da haben wir es oft bei vielen Mittelständlern tatsächlich noch nicht so tief in der DNA drin, dass er sagt, ich muss mich darum kümmern. Es gibt ganz viele, die versuchen es irgendwo wegzugeben oder die sagen, naja, ich habe da einen IT-Leiter oder ich habe da junge Leute oder ich habe da irgendjemanden. Es ist eine Aufgabe fürs Top-Management. Und das heißt nicht, dass die alle Programmierer werden sollen, das heißt nicht, dass die alle tief technisch einsteigen müssen, aber dass die sich zumindest mit den Möglichkeiten auseinandersetzen und das verstehen, was es für Unternehmen potenziell bedeutet, das ist essentiell. Und wie schaffen es dann, diese Berührungsängste abzubauen? Also einen Sinn dafür, wo wir uns in Zukunft hin entwickeln, auch immer natürlich diese Schreckgespenst wie der China, USA, alle anderen sind natürlich technologisch weiter, aber so diese Berührungsängste wegzunehmen, weil wenn ich im Tagesgeschäft mittelständische Firma bin, Industriehersteller, und ich habe täglich meine Zahlen, ich habe täglich meine Produktionsketten, ich habe da ja gar keinen Sinn für diese neuen Technologien, das ist mir ja alles fernab.
Also wie kann ich da diese Berührungsängste auch für das Top-Management abbauen? Weil bei Fachkräften sind wir ja noch nicht mal dann. Naja, es gibt viele Sachen. Ich meine, ich bin immer froh für Veranstaltungen wie diese, wo man tatsächlich mit Leuten in Kontakt kommt und sagt, Mensch, was hindert einen eigentlich? Und ich glaube auch nicht, dass es die eine Antwort gibt. Tendenziell haben wir oft, obwohl wir ein hochtechnisiertes Land sind, doch manchmal so ein bisschen Angst vor der einen oder anderen Technik. Mhm, und das gilt es sicherlich abzubauen. Ein Teil davon ist es einfacher zu machen. Ein Teil ist aber auch, und das ist ein bisschen die langfristige Antwort, natürlich das Thema Bildung, dass wir da ganz anders unterwegs sind. Es gab vor ungefähr einem halben Jahr eine für mich schockierende Schlagzeile im Handelsblatt, die hieß, 2/3 der deutschen Ingenieurstudenten fühlen sich nicht gut auf die Digitalisierung vorbereitet. Ja. Wenn das stimmen würde, bleiben wir mal im Konjunktiv, dann haben wir ein Problem. Also wenn es die deutschen Ingenieurstudenten nicht sind, wer ist es denn dann? Und das sind solche Punkte, da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr schnell auch reingucken, sagen, stimmen solche Sachen und was können wir da tun? Ansonsten ist jeder, also ich glaube an den deutschen Unternehmer, also oder auch den europäischen Unternehmer, dass die durchaus verstehen, da ist eine Chance und die wird auch ergriffen. Ja. Also von daher, da mache ich mir gar nicht die Riesensorgen. Ja. Aber man muss im Generellen sagen, wir sind als Deutsche schon, sagen wir mal, ein vorsichtigeres Volk, mal wieder die Überleitung zu schaffen zum internationalen Vergleich. Wir durchdenken die Sachen lieber. Das ist natürlich auch wieder andererseits ein Wettbewerbsvorteil. Genau. Aber ist es auch wirklich tatsächlich ein Hemmnis? Also Fachkräftemangel gerade schon angesprochen. Ist es für die neue Generation was? Ist es für die aktuelle Generation Z, haben wir heute auch schon gehört. Ja, aber das Generation, ich glaube, das ist falsch, in Jung und Alt zu denken. Ja. Es gibt 25-Jährige, die sind ganz alt und umgekehrt. Ich fand es vor kurzem ganz spannend, ich habe mit Leuten bei VW gesprochen, die ein Programm laufen haben oder jetzt begonnen haben, wo sie junge Leute, die eigentlich am Band arbeiten, die dann eine Ausbildung gemacht haben, ansprechen und sagen, wollt ihr unsere zukünftigen Digitalisierer sein? Und da gibt es dann so ein 2-Jahres-Programm und so weiter und so fort. Und da haben sich dann erstens mal für VW mehr gemeldet, als VW gedacht hatte. Schon mal eine positive Nachricht. Und die zweite Sache, die sagten, ja, wir haben da gezielt die jungen Leute angesprochen und dann meldet sich einer, der ist 45. Wollen wir den ausschließen? Nee, natürlich wollen wir den nicht ausschließen, den nehmen wir auch mit. Also Alter ist nicht das Thema. Ganz viele Unternehmen haben aus meiner Sicht den besten Digitalisierer oder die besten Digitalisiererinnen schon im Unternehmen. Und das sind vielleicht Leute, die sind schon 30 Jahre im Unternehmen und die haben ganz viel Fachwissen. Die wissen, wie die Abläufe sind. Und wenn wir die in die Lage versetzen, mit Technologie tatsächlich das dann umzusetzen, dann sind die unschlagbar. Und da brauche ich nicht unbedingt immer die Hightech-Absolventen. Die sind auch wichtig für andere Themen. Ja. Aber für den Alltag, glaube ich, sind es tatsächlich definitiv keine Altersbarrieren, die wir da aufbauen sollten. Auch nicht gedanklich. Und was wäre so der erste Anreiz für, also natürlich sehr weites Feld natürlich, aber was wäre so ein Best Case im allgemeinen Sinne, wo man sagen könnte, damit kann man starten? Das ist mir zu allgemein. Das ist zu allgemein. Ganz ehrlich, da gibt es so viele Antworten drauf. Also, ja, schwierig. Mit den Rahmen sprengen. Ja. Ne? Machen wir es ein bisschen technischer. Wie nah ist Microsoft an der starken KI dran? Also momentan, wie kann Microsoft da als Vorreiter, vorhin auch schon bei der Bundesdiskussion gesagt, Microsoft ein Tech-Gigant, wie weit sind wir da im KI-Bereich? Also wie nah sind wir, ist Microsoft, was es den Unternehmen bieten kann im Allgemeinen? Also, wie weit ist Microsoft im Sinne von Angebot an die Unternehmen oder starke KI? Das sind zwei unterschiedliche Fragen. Teilt das verstanden. Also, starke KI würde ich erstmal vom Tisch wischen im Moment. Das ist Hollywood, das ist Science Fiction, das ist all das, wenn wir sagen, die Maschinen, die Weltherrschaft anstreben und dann irgendwann übernehmen. Quatsch, weg damit. Das ist Teil dessen, was dann Angst generiert und sagt, oh, um Gottes Willen, und wenn ich damit anfange, was stelle ich dann da bloß an? Gibt's nicht. Und ja, wir können gerne mal gucken, was, wenn Quantencomputing so weit ist, dass es nachher irgendwie bei jedem Haushalt ein Quantencomputer auf dem Tisch steht, was das bedeutet. Da sind wir aber auch längst nicht. Also von daher würde ich mal das ganze Thema starke KI momentan wegnehmen. Kann ich da mal kurz einschneiden, weil Google, Konkurrenz natürlich, hat ja, da gab es ja diesen Artikel-Leak von 3-4 Wochen zur Erklärung generellen Sinne. Man sprach das, also es wurde ein Artikel geleakt von Google, der die Quantum Supremacy vorausgesagt hat, also dass Google den Durchbruch geschafft hat bei Quantencomputern. Und man hat das auch sehr marketingtechnisch so gesagt, dass ein Problem, was normalerweise 10.000 Jahre zu lösen sei, das Ganze in 3 Minuten 20 Sekunden gelöst wurde. IBM hat ein bisschen zu viel gekontert, das gleiche Problem brauchen wir keine 10.000 Jahre, das können wir auch in 2,5 Tagen lösen. Das würde mich mal interessieren, was sagt Microsoft dazu oder sagen Sie dazu besser? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das zwar gelesen und ich kenne jetzt nicht den kompletten Inhalt.
also die Details der ganzen Geschichte. Die Frage ist wirklich, hat jemand heute, aus unserer Sicht, hat noch keiner das Thema Quantencomputing wirklich komplett gelöst. Also es gibt Dinge, wo sie dann sagen, okay, da so ein Qubit ist also ganz kurzzeitig mal im Entstehen, aber extrem fragil bei quasi Nullpunkt, also minus 270 Grad. Also ganz ehrlich, das ist nichts, das ist Forschung, das ist wichtig und da sind wir natürlich auch stark engagiert, aber ist nichts, was heute eine Relevanz hätte. Ja. Und von daher ist fast eine sehr theoretisch-akademische Diskussion, ist da jetzt jemandem was gelungen, was unter realen Bedingungen ehrlich gesagt keine Relevanz hat. Praxisirrelevant, ja.